Leckerer Apfelkuchen mit Knusperhaube aus der Stoneware Rund. Zuerst entkernst du ca. 4 Äpfel und schälst diese. Gebe nun den Saft von 2 Zitronen in eine Schüssel. Schneide dann die Äpfel in Spalten und vermische sie mit dem Zitronensaft. So bleiben deine Äpfel schön hell und werden nicht braun. Vorbereiteten Äpfel kannst du nun an die Seite stellen. Und jetzt geht es an den Teig. Schlage nun mit einer Küchenmaschine deiner Wahl Sahne, Zucker, Vanilleextrakt, Eier und eine Prise Salz auf. Gebe nun das Mehl und das Backpulver hinzu und hier ist es wichtig, dass es nur kurz untergehoben wird. Und schon ist der Teig fertig. Fette nun deine Stoneware rund ein und streue sie gegebenenfalls noch mit etwas Weichweizengrieß aus. Gebe jetzt den angerührten Teig in deine Form, streiche ihn etwas glatt und gebe jetzt die Apfelspalten in den Teig. So wird der Kuchen jetzt für ca. 15 bis 20 Minuten im Backofen vorgebacken. Währenddessen bereitest du das Mandeltopping vor. Schmelze Butter auf dem Herd und gebe gehobelte Mandeln und etwas Zucker hinzu. Nach der ersten Backzeit verteilst du die Mandeln auf dem Kuchen und dann geht er wieder zurück in den Backofen und wird für ca. 20 Minuten fertig gebacken. So schnell und einfach ist ein leckerer Apfelkuchen gebacken. Hier siehst du, wie ich den Kuchen aufschneide und wie einfach es ist, deine Kuchenstücke aus der Form heraus zu servieren. Ich wünsche guten Appetit.